Im Zuge von MeToo teilen Frauen in London ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal stehen Frauen jetzt auf und sagen, nein, so will ich nicht behandelt werden. Das ist noch nie so sehr in Frage gestellt worden. Rote Hose, Regenschirm. Männer wiederum trainieren, wie sie Frauen ansprechen und aufreißen können. Hi, wie geht's dir? Das war total daneben. Die Grenze zwischen Flirten und Belästigen. Muss sie neu verhandelt werden? Sonntagvormittag in Canary Wharf, der U-Bahn-Station im modernen Londoner Finanzdistrikt. Es ist so leer wie sonst nie. So haben Lucy Walker und Eliza Hatch es sich gewünscht. Denn heute wollen sie ungestört bleiben. Ich werde vor dir auf die Rolltreppe laufen. Du machst einfach, was du vorher auch schon gemacht hast. Einen Fuß hoch, die Hand oben drauf und dann guck einfach in die Kamera. Ausdruckslos. Nicht böse gucken, aber auch nicht lächeln. Einfach selbstbewusst. Perfekt, los geht's. Eliza ist Fotografin. Sie dokumentiert für ihr Fotoprojekt die Geschichte von Lucy. Die 22-Jährige hatte ein Erlebnis in der U-Bahn, das ihr noch immer in den Knochen steckt. Passiert ist es an Silvester. Ich stand auf der Rolltreppe und habe dieses Ziehen hinten an meinem Mantel gespürt. Dann habe ich mich umgedreht. Da standen zwei Männer. Die haben meinen Mantel hochgehoben und dabei gelacht. Ich habe sie gefragt, was macht ihr da? Und die, och, wir wollten uns das nur mal ansehen. Und sie haben gelacht. Ich bin total ausgeflippt, wusste aber nicht, was ich sagen sollte. Und habe nur gesagt, ihr hättet fragen sollen. Und bin dann die Rolltreppe hochgerannt. Die anderen Menschen auf der Rolltreppe haben nicht reagiert, sagt Lucy. Keiner habe ihr geholfen oder sich um sie gekümmert. Sie war allein. Ich habe das Gefühl, nirgendwo mehr sicher zu sein. Ich versuche, irgendwie mein Ding zu machen. Das war so aufdringlich, so aggressiv. Ich fühle mich total unwohl, besonders wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Ich fühle mich einfach nirgends mehr wohl. Eliza fotografiert Frauen, die in aller Öffentlichkeit sexuell belästigt worden sind. Immer dort, wo es passiert ist. Okay, komm noch ein Stück hoch. Und dann lehne ich etwas zurück. Eliza möchte zeigen, wie alltäglich sexuelle Belästigung ist und wie Frauen gelernt haben, das als etwas Normales hinzunehmen. Vom blöden Spruch über den Klaps auf den Po bis zum Griff unter den Rock und darüber hinaus. Genau deshalb habe ich das Projekt gestartet. Ich will darauf aufmerksam machen, was Frauen jeden Tag in normalen Situationen passiert. Deshalb fotografiere ich Frauen in der U-Bahn, auf der Straße, in Läden, Bars, Clubs, einfach im Alltag. Um zu zeigen, seht her, das bin ich, mein Leben geht weiter. Aber da ist etwas, das ich ertragen muss. Leider. Vor einem Jahr hat Eliza ihr Projekt gestartet. Noch vor der weltweiten MeToo-Debatte. Nirgendwo sonst in Europa war das Echo auf MeToo so groß wie in England. Mehrere Minister sind wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Wie allgegenwärtig MeToo ist, macht eine Umfrage von 2016 klar. 85% der britischen Frauen zwischen 18 und 24 Jahren gaben an, in der Öffentlichkeit sexuell belästigt worden zu sein. Längst ist daraus eine Debatte über Alltagssexismus geworden. Auch darum wird es hier in diesem Hotel heute gehen. Wie sollen Männer Frauen ansprechen, ohne übergriffig zu sein? Ein Workshop bei einem von Englands bekanntesten Dating-Coaches, Johnny Cassell. Dating muss man lernen. Niemand bringt uns das bei. Es gibt zwei Dinge, die man heranwachsenden Jungen nicht beibringt. Frauen daten
und sich anständig rasieren. Aber dafür sind wir heute hier. Glückwunsch, dass ihr hier seid. Lasst uns loslegen. 490 Pfund hat jeder Teilnehmer für den eintägigen Workshop bezahlt. Die einen haben mehrere Beziehungen hinter sich, auch längere. Die anderen träumen noch von ihrer ersten. Sie alle wollen lernen, wie sie mehr Erfolg bei Frauen haben. Anschauungsmaterial vom Meister höchstpersönlich. Hey, Entschuldigung, ich habe dich gerade von der anderen Straßenseite aus gesehen und wollte nur wissen, ob du cool bist. Was? Ich weiß, es ist lächerlich. Ich habe dich von da drüben gesehen. Ich will wissen, ob du cool bist. Ob ich cool bin? Ja. Soll das eine Frage sein? Ja. Natürlich bin ich cool. Ich habe noch 10 Minuten, bis ich meinen Kumpel treffe. Trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Was ist dir lieber? Sag schon. Ich glaube, hier müssen wir lang. Wollen wir los? Johnny verkauft sich als Meister der Verführung auf offener Straße. Sein Workshop sei aber eher Kommunikationstraining und ließe sich nicht nur auf Frauen anwenden. Trotzdem, das erklärte Ziel des heutigen Tages, die Teilnehmer sollen Frauen auf der Straße ansprechen und ihre Telefonnummer ergattern. Wenn du da draußen bist und eine Frau siehst, die du attraktiv findest, und du dann überlegst, was du tun sollst, dann musst du dich zuerst fragen, bist du ein Mann, der sich im Leben das nimmt, was er haben will? Da stehen Frauen drauf. Gleich geht es los. Die Übung auf der Straße ist der Praxistest des Workshops. Jeder von ihnen soll es bei mindestens 8 Frauen versuchen. Die Erwartungen der Männer an den Workshop sind hoch. Ich glaube, Frauen wollen einfach auf die richtige Art angesprochen werden. Jeder will doch, dass in seinem Leben etwas Interessantes passiert. Wenn man es ehrlich meint und das nicht nur macht, um eine neue Kerbe in die Bettkante zu kriegen, dann kommt das auch so rüber. Ich bin vor dieser Übung schon einigermaßen aufgeregt. Keine Ahnung, wie die Frauen reagieren werden. Ich hoffe, dass sie ehrlich zu mir sind. Ja, ich möchte auf diese Art vor allem herausfinden, ob wir uns mögen. Ich habe das schon öfter gemacht, aber so in der Gruppe ist das ganz schön nervenaufreibend. Aber ich werde gerade schon wieder etwas ruhiger. Frauen auf der Straße ansprechen. Geht das nach MeToo noch ungezwungen? Wann wird aus dem Eroberungsversuch eine Grenzüberschreitung? Die Fotografin Eliza Hatch will diese Grenzüberschreitungen nicht mehr einfach hinnehmen. Männer, die sexistische Sprüche klopfen, ihr hinterherpfeifen, sie gar anfassen, das sei schon in der Schule losgegangen, sagt sie. Besonders in der U-Bahn rechne sie jederzeit damit, genau wie ihre Freundinnen. Als sie vor einem Jahr merkt, dass ihre eigenen männlichen Freunde ihr nicht glauben, wie häufig solche Übergriffe passieren, startet sie ihr Fotoprojekt. Das ist mir und meinen Freundinnen so oft passiert, dass wir nicht mal gemerkt haben, dass das ein Problem ist. Uns war nicht klar, dass das eigentlich gar nicht passieren dürfte. Wir haben es einfach als normales Verhalten hingenommen. Als ob das dazugehört, wenn man in einer Großstadt aufwächst und man einfach damit leben muss. Niemand hat das bis jetzt groß in Frage gestellt. Deshalb tue ich das jetzt. Das nächste Shooting wartet. Eliza hat längst eine Warteliste mit Frauen, die sich von ihr fotografieren lassen möchten. Sie wollen nicht mehr schweigen, sondern davon erzählen, was sie erlebt haben. Die meisten Frauen bei Elizas Shootings haben mehrere Übergriffe erlebt. Für sie ist es Alltag auf Londons Straßen. Vor einem Einkaufszentrum trifft sie Leila Omar. Bis vor kurzem hat sie in Oxford Wirtschaft studiert. Ich habe ihr erzählt, wie ich vor ein paar Läden belästigt wurde, deshalb diese Location hier. Ich bin die Straße entlang gegangen, kam vom Einkaufen, als mir ein paar Männer von der anderen Seite aus hinterhergerufen haben.
Ich habe die Musik auf meinen Kopfhörern lauter gemacht, um sie nicht zu hören. Aber dann hat sich ein Mann vor mich gestellt und Affenlaute gemacht. Ich weiß nur noch, wie ich danach stundenlang einfach nur stumm in meinem Zimmer gesessen habe. Ich war so frustriert, dass das als normal gilt und dass nie jemand eingreift, wird auch heruntergespielt. Wir wachsen auf und denken, das ist normal. Wie sieht das aus, wenn du die Mütze abnimmst? Ja, lass es alles raus. Schön. Aber vielleicht hinter die Schultern? Oder nimm ein bisschen was nach vorn. Ja, so. Mit 12 oder 13 Jahren sei sie zum ersten Mal belästigt worden, sagt Layla. Seitdem jeden Monat mehrere Male. Viel zu lange hätten Frauen das hingenommen als typisches Männerverhalten. Klare Übergriffe seien immer wieder als missglückte Flirtversuche schöngeredet worden. Klar ist das ein schmaler Grat. Aber bei solchen Situationen spielen Männer vor allem ihre Macht aus. Jemandem hinterherrufen ist definitiv kein Flirten. Da geht es nur darum, eine Reaktion zu provozieren und die Kumpels zum Lachen zu bringen. Flirten geht nur mit Respekt und Belästigung ist immer respektlos. Aber anscheinend können viele diesen Unterschied nicht erkennen. Wie viele Frauen wussten sie nicht, wie sie reagieren sollten. Sie blieben stumm und schämten sich dafür. Das Fotoshooting, ein erster Schritt, sich zu behaupten. Der Flirt-Workshop bei Johnny Cassell steuert unterdessen auf seinen Höhepunkt zu. Wie werden die Frauen reagieren, wenn die Männer sie ansprechen? Zwei Kursteilnehmer gehen an den Start. Als Frau aus Manchester, über was für ein Geschenk von ihrem Bruder würden Sie sich freuen? Über einen schönen Schal. Einen schönen Schal? Das ist gut. Ja, vielen Dank. Thank you very much. Mein Gott, die war schwierig mit ihrem Dialekt. Der erste Flirtversuch endet, bevor das Flirten überhaupt begonnen hat. Was war das Problem? Warum ging das Gespräch zu Ende? Ich habe mich einfach nicht zu denen hingezogen gefühlt. Auch okay. Naja, ich schon. Und warum war das Gespräch dann für dich zu Ende? Weil er sich eingeschaltet hat. Okay, behindert euch nicht gegenseitig. Es hätte ja auch helfen können. Ich beschwere mich nicht. Macht euch immer gegenseitig klar, an welcher ihr gerade dran seid. Auch der 19-jährige Wirtschaftsstudent Oddi hat sich in Stellung gebracht. Hey Mädels, ihr interessiert euch doch bestimmt für Kunst. Wie findet ihr das? Kommt doch etwas von der Straße weg. Das ist hart, sich an Araberinnen ranmachen. Ja, die sind meist schwieriger. Du hast dir da jemand Schwieriges ausgesucht. Ja, ich mag es eben schwierig. Diesmal hat Johnny eine Frau ausgewählt. Eine Aufgabe für Dean. Rote Hose, Regenschirm. Ein paar hundert Meter läuft Dean der Frau hinterher. Er ahnt noch nicht, was ihn erwartet. Das war total daneben. Was meinst du damit? Sie war mit ihrer Schwester und ihrer Tochter unterwegs. Insgesamt waren sie zu sechs. Als ich sie angesprochen habe, haben gleich alle komisch geguckt. Aber ich hatte ein gutes Gespräch. Sie waren am Shoppen. Aber es war nicht angemessen. Ich kann sie schlecht anbaggern, wenn ihre Tochter, ihre Schwester und ihre Mutter neben ihr stehen. Klar, aber wenn du jemandem so weit hinterherläufst, dann denkt sie irgendwann, will der Typ mir bis nach Hause hinterherlaufen? Du musst sie also irgendwann anhalten. Am besten, indem du so stehen bleibst und dann loslegst. Gute Technik. Ja, eine Art Perspektivwechsel. Ich habe da fast die ganze Familie gestalkt. Wie der ungebetene Gast auf einer Party. Da musste ich mich irgendwie zurückziehen. Genau. Eine Frau ansprechen und dennoch nicht aufdringlich sein. Ein schmaler Grat, der seit MeToo in Johnnys Workshops immer wichtiger wird.
Über Körpersprache muss man wissen, wenn du dich selbst wohlfühlst, dann werden sich auch die anderen wohlfühlen. Deshalb möchte ich, dass sie den Frauen ein gutes Gefühl geben. Dann können sie mit ihnen ins Gespräch kommen. Sonst werden sie widerspenstig und gehen einfach weiter. Sie sollen sich den Frauen nicht aufdrängen, sondern sie öffnen, mit ihnen reden, einen Schritt zurücktreten und ihnen die Möglichkeit geben, zu gehen. Für Frauen gehöre es sich nicht, Männer aufzureißen. Deshalb müssten Männer das übernehmen. Das würden Frauen so wollen. Davon sind Johnny und die Teilnehmer alle überzeugt. Ein Mädchen, sie ist Krebs, wie ich. Ist sie ein fröhlicher Mensch? Ja, sehr. Sie geht nur nicht gern bei solchem Wetter raus. Nein. Warst du schon bei Chloe? Chloe? Schöner Laden. Ich muss jetzt weg, aber ich hätte gern deinen Rat zu Chloe. Ich muss das ausprobieren. Da solltest du hingehen. Die haben schöne Kleider. Ich freue mich über jeden Tipp zu Chloe. Würdest du mir deine Nummer geben? Oh, nein, nein, nein. Nur für ein paar Tipps? Nein, du kannst doch so hingehen. Du kannst mir doch helfen, ein Kleid für meine Schwester zu finden. Du findest schon was. Komm schon, gib mir einen Tipp. Geh zu Chloe. Ja, aber was von dort? Scheiße. Ich glaube, das war bis jetzt am besten. Wir hatten ein richtiges Gespräch, sie war sehr interessiert. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich nicht genug über mich und über sie gesprochen habe. Man muss wirklich versuchen, sie kennenzulernen und erst dann nach der Nummer fragen. Da war ich zu schnell und habe nicht richtig versucht, sie kennenzulernen. Jede Abfuhr sei eine gute Lektion, sagt Johnny. Aber sie sollen locker lassen, sobald sie merken, dass sie einer Frau lästig werden. Johnnys Training zeigt offenbar Erfolg. Am Ende nehmen die meisten tatsächlich eine Telefonnummer mit. Ich bin auf dieses ukrainische Mädchen zugegangen. Schöne 9 von 10 Punkten, lange blonde Haare, sehr gepflegt, perfekt. Ich habe sie angeguckt und gesagt, Entschuldigung, aber du siehst unglaublich toll aus. Sie schien etwas verlegen, hat sich aber bedankt. Ich sagte, du musst bestimmt weiter, aber ich würde dich nächste Woche gern wiedersehen. Würdest du mir deine Telefonnummer geben oder deine E-Mail-Adresse? Was ist dir lieber? Sie hat kurz gezögert, aber dann hat sie gesagt, lieber die Telefonnummer. Gott, sie war umwerfend schön. Meine künftige Frau. Ich glaube nicht, dass sich hier heute irgendeine Frau bedrängt oder bedroht gefühlt hat. Auf keinen Fall. Das muss man natürlich auch können. Du musst genug Abstand zur Frau halten. Wenn mir eine Frau hinterherrennen würde und sie würde mir zu nahe kommen, da würde ich mich auch fragen, was sie will. Da gehört einfach auch etwas soziale Intelligenz dazu. Dean hat noch nicht genug, läuft einer anderen Frau hinterher, bis sie in einem Laden verschwindet. Hiya. Hi, wie geht's? Ich denke, es ist Belästigung, wenn du ihnen zu nahe kommst, sodass sie sich unwohl fühlen. Da musst du dich etwas einfühlen, die Zeichen lesen. Aber jemanden auf der Straße ansprechen, das ist okay. Das mache ich die ganze Zeit, ohne dass ich gleich jemanden aufreißen oder die Nummer haben will. Ich spreche Leute im Café an oder in der Schlange am Bus. Das ist doch einfach Smalltalk und keine Belästigung. Das mögen die Leute. Ich finde, wenn man nicht mehr mit Fremden sprechen darf, dann ist das auch keine Gemeinschaft mehr. Männer, die nicht mehr nur fragen, wie sie Frauen aufreißen können, sondern auch, wann sie vielleicht zu weit gehen. MeToo hat alte Gewissheiten ins Wanken gebracht. Studien zeigen, dass Frauen und Männer sich in großen Teilen einig darüber sind, was geht und was nicht. Größere Unterschiede gibt es zwischen den Generationen. Hinterherpfeifen etwa empfinden ältere Frauen eher als unproblematisch. Dagegen betrachten vor allem jüngere Frauen es als Belästigung. Am nächsten Tag bei Eliza zu Hause. Längst verbringt sie mehr Zeit mit ihrem Fotoprojekt als mit ihrer eigentlichen Arbeit als Setdesignerin. Ihre beiden Filmrollen vom Vortag hat sie entwickeln und sich Scans von den Fotos zuschicken lassen.
Jetzt wählt sie aus, welche sie auf ihrem Blog veröffentlicht. Von Lucy mag ich das hier, einfach wegen der Art, wie sie guckt, ihre Augen. Aber irgendwie sieht sie verletzlicher aus als auf dem anderen Foto, das mir auch sehr gut gefällt. Das hier, da sieht sie einfach viel selbstbewusster drauf aus, weil sie einen so von oben anstarrt. Ja, ich glaube, ich werde dieses nehmen. Und dann bei Layla, da nehme ich, glaube ich, dieses hier, weil sie so ernst guckt. Ihr Blick ist so durchdringend. Ich glaube, ich werde mich für dieses entscheiden. Mehr als 120 Fotos und Geschichten hat Eliza schon auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Darunter jeweils ein kurzer Text über das, was passiert ist. Es hat sie schockiert, wie jung die meisten Frauen waren, als sie das erste Mal belästigt wurden. Dieses hier mag ich ganz besonders, weil sie denselben Rock trägt, in dem sie belästigt wurde. Sie war 14 und so traumatisiert, dass sie ihn nie wieder getragen hat. Für dieses Foto hat sie ihn extra wieder angezogen. Sie kam vom Babysitten nach Hause und ein Auto hielt an. Ein Mann sagte ihr, dass er ihren Rock möge, dass sie einen schönen Hintern habe und sagte dann, sie solle zu ihm ins Auto steigen. Wieder eine von diesen Geschichten. Ihre ersten Fotos hat sie vor fast einem Jahr gepostet, mehrere Monate bevor die weltweite MeToo-Debatte losrollte. Sie war selbst überrascht, wie viele Frauen sich bei ihr meldeten. Sie hatte mit ihrem kleinen Fotoprojekt einen Nerv getroffen. Und dann kamen plötzlich im Oktober diese ganzen Hollywood- und MeToo-Geschichten raus. Ich dachte nur, oh mein Gott, jetzt sprechen alle darüber. Das ist schon Wahnsinn. Diese Vielzahl an Stimmen, wie alle sagen, ja, das passiert mir auch die ganze Zeit. Ich denke, wenn wir diesen Moment nutzen, dann machen wir es zu einer richtigen Bewegung, die wirklich etwas verändern kann. Es haben ihr auch Männer geschrieben, vor allem Ältere, die sich entschuldigen wollten, weil sie selbst einmal übergriffig gegenüber Frauen geworden seien. Sie ist ganz zufrieden mit dem, was sie durch ihr Projekt angestoßen hat. Doch was hält sie von Johnny Cassells Workshop für Männer und seiner Art, Frauen auf der Straße aufzureißen? Ist das noch Flirt oder doch schon Belästigung? Wo kommt der Akzent her? Und warum bist du so braun? Frauen hassen die Frage, warum bist du so braun? Wo kommt der Akzent her? Ich habe noch 10 Minuten, bis ich meinen Freund treffe. Trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Was ist dir lieber? Sag schon. Ich weiß nicht, was näher ist. Ich meine, er wirkt ziemlich harmlos. Ganz nett. Ich will ja keine Welt, wo keiner mehr miteinander spricht. Ich will nur eine Welt, in der man sich sicher fühlen kann, ohne belästigt zu werden. Das ist halt eine feine, aber klare Grenze zwischen Flirten und Belästigen, finde ich. Es geht um gewollten und ungewollten Kontakt. Und es ist auch ganz offensichtlich, wenn etwas nicht gewollt ist. Und da verläuft eben die Grenze. Doch solange einige Männer diese Grenze nicht erkennen oder, schlimmer, sie nicht beachten, werden Eliza die Geschichten nicht ausgehen. Ihre nächsten Fotoshootings sind schon geplant. Am Tag nach seinem Workshop will Johnny sich von seinem Fitnesstrainer in Form bringen lassen. Johnny bietet seine Kurse seit fast 12 Jahren an. Er sei selbst lange schüchtern im Umgang mit Frauen gewesen. Inzwischen kommen immer mehr Männer zu ihm, sagt er, weil sie verunsichert sind. Verunsichert durch MeToo. Sie würden sich nicht mehr trauen, Frauen anzusprechen aus Angst, sie würden sie belästigen. Deine Muskeln wachsen, Mann, wirklich. Was hast du zum Frühstück gegessen? Ehrlich gesagt, nicht viel. Johnny hat klare Vorstellungen von der Rolle von Männern und Frauen. Die Gesellschaft verbietet es Frauen, den ersten Schritt zu machen.
Frauen lernen also, einem Typen zu signalisieren, wenn er den ersten Schritt machen soll. Und Frauen erwarten von uns, dass wir das dann auch verstehen. Es gibt also viele Frauen da draußen, die total frustriert sind, weil wir Männer das einfach nicht peilen. Aber das bringt uns ja keiner bei. Das schaffst du. Sehr gut. Los. Zwei. Drei. Super. Johnny ist davon überzeugt, dass Frauen auf selbstsichere Männer stehen. Die Teilnehmer seiner Kurse erlebt er aber seit MeToo immer seltener so. Einen noch. Du schaffst das. Die MeToo-Kampagne ist eine fantastische Bewusstseinskampagne. Aber Männer müssen trotzdem sehen, dass es da durchaus einen Weg gibt, Sex zu haben, ohne jemanden zu belästigen. Wenn eine Frau nicht will, dann will sie nicht. Frag dich, warum? Was mache ich falsch? Komme ich zu aufdringlich rüber? Zu verzweifelt? Vielleicht sollte ich mir dann Hilfe suchen. Ein Flirt- und Dating-Coach, der verunsicherten Männern hilft, Frauen wieder selbstbewusst gegenüberzutreten. Auch das gehört in London zu MeToo. Das Londoner Nachtleben. Ein großer Teil der Übergriffe geschieht abends, im Dunkeln, beim Ausgehen. Genau damit beschäftigt sich Jen Kalea. Sie engagiert sich für die Organisation Good Night Out Campaign, die sexuelle Belästigung in Kneipen, Clubs und auf Konzerten bekämpft. Auch diese Bar macht mit bei der Kampagne. Hallo. Hi, wie geht's dir? Gut, und dir? Gut, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich bring mal die neuen Plakate vorbei, die du haben wolltest. Oh, fantastic. Und die neuen Handzettel auch. Oh, that's great. Frauen, die beim Barpersonal Übergriffe melden. Auch hier ist das schon vorgekommen. Wenn du eine Bar betreibst, dann willst du, dass alle sich wohlfühlen und eine gute Zeit haben. Aber manchmal geht es eben etwas zu weit. Eine Bar ist vorbereitet, wie sie mit Feuer umgehen soll oder mit Gewalt oder so. Aber sie wissen nicht, was sie tun sollen, wenn ihnen jemand sagt, dass er belästigt worden ist. Wir wollen einfach dabei helfen, dass das Personal weiß, wie sie helfen und ihren Job richtig machen können. Gleichzeitig ist es natürlich auch das Eingeständnis, dass solche Dinge passieren. Und mit diesen Dingen sollen die Angestellten umgehen können. Deshalb sind sie in dieser Bar alle geschult worden. Die einstündigen Schulungen sind das Kernstück der Good Night Out Campaign. Die Bars bezahlen sie aus eigener Tasche. Plakate sollen die Gäste über die Kampagne informieren. Das sind die Orte, wo die Leute hingehen, wenn sie kurz für sich sein wollen. Dann können sie den Text auf dem Plakat lesen. Da steht vor allem, dass diese Bar bei der Kampagne mitmacht und dass man auf jeden Fall Bescheid geben soll, wenn hier irgendwas passiert. Sie haben eine einfache Grundregel für das Personal. Im Mittelpunkt steht immer das Opfer. Das Wichtigste ist, dass die Leute denjenigen glauben, die sagen, dass sie belästigt worden sind. Sie sollen auf keinen Fall den Richter spielen, nur weil sie glauben, das sei in Wirklichkeit alles anders abgelaufen. Wir wissen, dass die Leute zu 99% die Wahrheit sagen. Es ist also einfacher und auch besser, wenn man ihnen einfach glaubt und hilft. In London haben sich bisher erst 45 Bars und Clubs schulen lassen. Doch es melden sich immer mehr. Nach dem Workshop ändern sie ihren Umgang mit solchen Situationen komplett. Wir werden immer das tun, worum uns das Opfer bittet. In den meisten Fällen heißt das, dass wir den Täter bitten zu gehen. Er wird dann oft sagen, dass er nichts getan hat. Er wird versuchen, die Situation zu erklären. Aber es ist wirklich unsere Politik, einfach zu sagen, komm einen anderen Abend wieder. Aber heute hat sich jemand über dich beschwert. Wir wollen, dass du gehst. Gerade mit Alkohol und zu später Stunde verschwimmt diese Grenze bei vielen allzu schnell.
Doch eine Entschuldigung für einen Übergriff ist das eben nicht. Lucy ist am Abend mit einer Freundin verabredet. Sie hat die Fotos noch nicht gesehen, die Eliza am Vortag von ihr geschossen hat. Heute Abend soll sie sie bekommen. Auch wenn Lucy Johnny Cassell nicht kennt, sie hat eine klare Meinung zur Londoner Pick-up- oder Aufreißerszene. Ich glaube, die Aufreißerszene ist mit dafür verantwortlich, dass Männer glauben, dass sie jederzeit das Recht haben, eine Frau anzusprechen, ob sie das nun will oder nicht. Dabei muss alles einvernehmlich sein und von beiden ausgehen. Auch die Tatsache, dass fast nur Männer das Aufreißen lernen, zeigt doch, dass das alles sehr geschlechtsbezogen ist. Lucy trifft sich mit ihrer Freundin Nisha, möchte ihr von dem Shooting erzählen und die Fotos zusammen ansehen. Die beiden sprechen oft über die MeToo-Debatte und die Übergriffe, die sie immer wieder erleben. Dann endlich hat Eliza die Fotos geschickt. Okay, wo sind sie? Oh mein Gott! Die sind echt gut. Die sind wirklich gut. Das da. They look really good. Oh my god. They're really nice. You can see that I look. Man sieht, dass ich sehr wütend gucke. Gleichzeitig aber sehr kontrolliert und stark. Ja, das gefällt mir am besten. Am Ende ist sie kein Opfer. Das finde ich am besten. Sie hat sich den Raum zurückerobert. Genau, sich weigern, ein Opfer zu sein. Du gibst einem Kraft. Das ist richtig cool. Es ist die Haltung gegenüber Frauen, die den beiden missfällt. Und sie fürchten, dass sie das noch viele Jahre beschäftigen wird. Schon auf dem Spielplatz gibt es diese Einstellung, immer wenn ein Junge ein Mädchen schlägt und das Mädchen dann weint, dass die Erwachsenen dann sagen, aber das ist okay, das heißt, er mag dich. Daher kommt doch diese ganze Haltung, dass Männer glauben, dass sie Frauen schlecht behandeln können. Oh, but it's okay because that means he likes me. I feel like it's sort of like, ja, es geht doch darum, dass Gewalt gegen Frauen eben nicht normal ist. Ja, alles muss sich ändern. Die Erziehung an den Universitäten, in der Grundschule, am Arbeitsplatz. Alles muss verändert werden. Es sind Frauen wie Lucy und Nisha, die die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen gern ändern möchten. In London ist der Anfang gemacht. Auch dank MeToo.